Herzlich willkommen. Wir sind gewandet und haben die Hasenmaske an. Das bedeutet, dass wir einfach jetzt hier rüber schwimmen, weil ich habe jetzt gerade kein... Upsa. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich habe gerade kein Boot gesehen. Tja. Nee, ich brauche beide Hände am Pad, leider. Dann schwimmen wir einfach mal aufs Geratewohl los. Haben noch ein bisschen Zeit zu sinnieren, was ich ja sehr gerne mache. Das Spiel lässt einem zwischendurch dann auch wenig Zeit, muss ich sagen, mit den ganzen Filmen und so weiter und so fort. Das zieht sich manchmal schon ziemlich lang hin. Ist natürlich einerseits cool. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, es zieht sich manchmal ein bisschen. Aber ein Tod muss man sterben. Also lieber so. Wie es jetzt gestaltet worden ist, das finde ich schon unterm Strich sehr cool. Aber dadurch, dass du eben solche Filmszenen hast, kommst du eben auch nicht so viel zum Sprechen, ehrlich gesagt. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, für Let's Plays und so weiter und so fort. Sonst kannst du ja immer gleich auch einfach den Film ablaufen lassen, quasi, wie er dann programmiert ist. Let's Play lebt ja davon, dass du quasi individuell dazu quatschst. Also die Leute zu quatschst, meine ich. Nicht dazu quatscht, was gerade passiert. Ich würde gern auch nochmal auf das Boot da. Also nicht Boot, sondern Schiff. Ey, das ist ein Schiff, Mann, das ist kein Boot. Wir waren ja schon auf Schiffen. Ins Gellige. Ich fürchte, können wir darauf? Wir gelangen garantiert drauf. Also wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt zumindest. Wir haben ein bisschen Zeit, weil wir ja eine neue Session nochmal aufgemacht haben. Hätte ich nicht gedacht, dass das quasi jetzt nochmal so eine krasse, komplette Chose wird. Oh, wir können ganz einfach drauf. Okay, passt, ja. Dann machen wir mal kurz einen Looky-Looky. Wenn man so einfach drauf kommt, könnte ja die Vermutung sein, dass es auch nichts gibt hier, ne? So Großartiges. Aber Kapitänskajüte ist abgeschlossen. Ja, was denn? Meintest du José oder Rosé? Ja, hier kann man wenigstens ordentlich Leute amrempeln, das finde ich sehr gut. Okay. Siehst du, wir waren gar nicht hier in dem Hurenhaus weiter drin, ne, und so weiter und so fort. Aber finde ich auch gut, es ist nicht so meins, ehrlich gesagt. So, und da sind wir jetzt auch schon. Oh, der Herr mit den Schwertern. Herr, du siehst aus, als hätten dich die Monster gefressen und wieder ausgespuckt. Soll ich dich aufpolieren? Die Schuhe machen den Herrn, wie man sagt. Setz dich. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers. Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Also die Hasenmaske und der Geralds Frisur ergänzen sich perfekt. Ich kann nicht klagen. Wenn es auch wünschenswert wäre, wenn sich gewisse Leute hinsetzten und die Stiefel polieren ließen, statt im Stehen zu schwatzen. Na, sei mal nicht so frech, du kleiner Bengel. Wenn ich es jetzt zum dritten Mal höre, wird es nicht besser. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Oder zweiten Mal? Ich weiß es nicht. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Arschvoll? Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Männlich. Hasenmaske. Ich habe ein paar Bettler gebracht. Gut, warum hast du das nicht gesagt? Weil warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern gefragt, oder? Oh, der muss doch, glaube ich, heute unbedingt mal so ein paar so hinter die Löffel kriegen. Erzähl uns mehr über sie.
Wie viele waren sie? Also ich meine nicht schlagen, ja, sondern hinter wirklich vier. Seine Löffel. Wir gehen zu ihm nach Hause und schlagen die Löffel. Einen fünften hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Rikis hat viel dreckigere Schuhe als ich, obwohl ich im Knast war. Manche hatten zwei verschiedene Stiefel. Was sind das für Hosen? Gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal. Mir geht langsam die Geduld aus. Denk nach. Nanu, ich muss dir nochmal einen kurzen persönlichen Service einrichten. Wo waren die Bettlerbriefe her? Weißt du, wie die Bettler aussahen? Ich weiß nicht, was hatten wir das letzte Mal genommen? Wir waren einfach das hier, fertig. Woher hatten Sie die Briefe? Gefunden? Zugesteckt gekriegt? Weiß ich nicht. Sie kamen einfach, gaben mir einen Brief und gingen wieder. Ich habe nicht gefragt. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze, in der Unterkunft. Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Ja, danke, dann. Junge. Für deinen Aufwand. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Ich nehme die Preisliste jedes Mal wieder mit, ne? Und auch die Lederstücke und das Zeug. Naja. Das letzte Mal war hier schönere. Lecker. War hier schöneres Licht. Weißt du, kannst du dich noch erinnern? Andere Alternative, die ich davor gespielt habe. Lieber eine Brust in der Hand als zwei an einer Frau. Okay. Ja, 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 ja. Okay, gehen wir da rein. Dann machen wir wieder mal einen kleinen. Du da, was willst du? Reden. Sind gleich die nächsten Kumpels dran. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Dass sie hier ihre Unterkunft hatten. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Na dann, kommt. Ein drittes Mal. Wow. Na komm schon. Wow. Mann, das hat wehgetan. Wow, weg, 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 weg. Okay, die haben uns etwas runtergeprügelt, aber wir haben keinen Trank gebraucht. Übrigens ging die Taste nicht vom Trank, deswegen haben wir keinen genutzt. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit Ihnen zu reden, aber Sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Gott, jetzt müssen wir die ganze Szene nochmal spielen. Oh. Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Ja, nicht, dass ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Das dritte Mal anhört. Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Na komm, wir machen jetzt einfach mit. Was ist das für ein Ort? Wir fragen das alles jetzt gerne nochmal, als ob es das erste Mal wäre. So könnte man es nennen.
Hier kann man sich ausruhen und etwas Warmes essen. Warum hilfst du ihnen? Weil sie Hilfe brauchen. Ich finde das eigentlich eine sehr rührende Antwort, weil das ist wirklich eine ganz einfache Antwort auf eine, die so viel bedeutet, einfach auch, weil sie Hilfe brauchen. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen, ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Bist du sicher, dass alle üblichen Bettler... Ich mach das mal vollständig, damit es genauso läuft wie beim letzten Mal. Aber sonst kriegen sie schwerlich eine anständige Mahlzeit. Also essen die meisten aus der Gegend hier. Du weißt, ich versuche mal dieselben Antworten hier ungefähr hinzukriegen. Manchmal mit Variationen in den Gesprächen, wenn es halt interessant wäre, das nochmal rauszukriegen. Aber hier will ich es möglichst ähnlich haben, damit wir den gleichen Verlauf haben. Dass wir warten dürfen. Und die Enden quasi dann mal vergleichen können. Aber ich meine, das ist jetzt schon sowieso klar unterschiedlich, weil ja Detlef überlebt hat. Ne? Und wir sind maximal angeschissen gewesen. Ich sage es jetzt mal so deutlich, weil wir halt Liebe im Grunde genommen ich habe ein Anliegen, bevor Anna Henrietta vollkommen gegen uns aufgebracht haben. Diese beiden haben. Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Hier lesen wir es auch, ne? Also deswegen müssen wir auch jetzt nicht den Brief nochmal lesen. Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlef ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Ist das Bild jetzt vollständig? Wahrlich. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Schön, wie sie das zusammengefügt haben, ne? Also jetzt hier mit anderem Verlauf und so weiter und dann doch wieder die Szenen benutzt und die eingefügt. Die Herzogin sollte Detlefs letztes Opfer werden. Das hat Sianna von Anfang an geplant. In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt.
Zuerst vier scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Sianas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die, die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sianna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das können wir jetzt nicht mehr herausfinden. Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Wir können nur raten, was in Sianna gefahren ist. Zum Glück ist Anna Henrietta jetzt in Sicherheit. Das dürfen wir wohl annehmen. Siannas Tod war auch der Tod der einzigen natürlichen Rivalin der Herzogin. Die Gefahr ist fürs Erste gebannt. Das ist bei Herrschern eine Seltenheit. Gute Frage, und jetzt? Vielleicht, ich weiß ja nicht, nee, bei dem Ende, wo Sianna die Herzogin tötet, hat Sianna auch direkt gehandelt, da war ja keine Gruppe. Also kann man auch hier annehmen, dass keine Tätergruppe irgendwie noch um Sianna irgendwas anstellen könnte. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich meine, wir können Corvo Bianco behalten. Ich weiß auch nicht, ich finde das auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Die will uns nicht mehr wiedersehen. Wir haben aber ein Weingut ganz nahe vom Palast. Also so weit ist es nun nicht weg. Es passt alles irgendwie noch nicht so ganz. Trinken. Sofern du keine Verpflichtung von Berufswegen verspürst, die Herzogin aufzusuchen und ihr mitzuteilen, was wir gerade erfahren haben. Echt, wir können Anna Henrietta informieren. Das machen wir mal. Tja, Anna Henrietta sollte es wohl erfahren. Wie du meinst. Ich warte in Merla Chaise Longue mit einem heißen Alraunenschnaps auf dich. Kommst du nicht mit? Nein. Nach den Schrecken, die Detlef über die Stadt gebracht hat, und angesichts von Siannas Tod, halte ich es für klüger, nicht im Palast aufzutauchen. Da hast du wohl recht. Bis später dann. Bevor du in den Palast gehst, sieh nach, ob Anna Henrietta nicht auf dem Stadtfriedhof ist. Sie hat in den letzten Tagen viel Zeit am Grab ihrer Schwester verbracht. Okay. Wenn wir Blumen organisieren von dem Blumenfräulein, ob da Anna Henrietta etwas milder gestimmt wird, auch dadurch. Ich meine, die wird sowieso. Das war's schon? Ich wollte nur mal hören, was der wieder zum Beschweren hat. Also, die haben ja auch ein paar neue Sprüche, ja. Gerade vorhin. Mit der Dritte. Verflucht. Na, komm, noch mehr? Nee. Ein Wein teurer geworden, Weiber sind teurer geworden. Das habe ich auch noch nicht so aktiv mitbekommen. Also hier möchte ich auch nicht wohnen. Also hier ist zwar nie Winter, dass du wahrscheinlich nie also wegrutschen kannst und so weiter und so fort. Es wäre blöd, wenn es Winter gäbe hier, ne? Aber auch wenn es etwas schmieriger ist durch Regen oder sowas, ist es halt eben bäh. So. Und ich möchte eigentlich gerne mal schauen, ist das jetzt hier schon der... Nee, das ist noch nicht der Platz, oder? Schöne Melodie. Spielt gar nichts. Ich muss nur mal schauen, wo unser... Dieser Platz da ist. Ah ja, wir müssen da zum Friedhof auf jeden Fall. Ich überlege halt, wo diese... ist das hier eventuell? War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter?
das ist eine gute Frage, ne? Wozu? Die Frage habe ich mir eigentlich auch gestellt. So. Könnte das der Platz hier gewesen sein, wo das Blumenmädel da war? Huch. So. Gerald von Riva, Schlechter des Biests. Ich stehe in deiner Schuld. Wir alle. Thank you. Aber ich bin nicht der Schlechte des Biests. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Hier wird auch noch aufgebaut. Finde ich sehr schön, dass es auch, wie gesagt, das Leben zurück in die Stadt kommt. Wisst ihr was, dann haben wir keine Blumen, oder? Ich gucke nur noch ein einziges klitzekleines Mal. Ja. Mir fällt leider nicht ein, wo das gewesen sein könnte. Gut. Dann wäre mir auch von deinem letzten Auftrag, ja gut. Wir haben ja auch im Grunde genommen kein Optional, suche noch Blumen raus oder sonst irgendwas. Aber mir tut es schon etwas leid, muss ich sagen, dass die Sienna dann umgekommen ist. Also das war tatsächlich auch nicht... Du heilige Scheiße, Vampire! Verdammte, dreckige, lebendige Vampire! Ja, jetzt krieg dich wieder ein. Sind ja alle... Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Yes, Sir. So. Und wir sind jetzt schon in der Nähe vom Friedhof. Und da wird ein Showdown stattfinden. Also nicht ein Kampf oder so, aber das wird jetzt sicherlich nicht das Angenehmste, die wiederzusehen. Aber ist so besser, nochmal rein Tisch zu machen und auch die Seele etwas zu befreien und eben Anna Syanna auch ein Stück weit. Was machst du hier? Schon vergessen, dass du den Mörder hast leben und die Schwester der Herzogin hast sterben lassen? Ja, jetzt übertreib mal nicht so. Ich schwöre dir, ich wäre nicht hier, wenn es nicht sein müsste. Ich habe etwas erfahren, das Anna Henrietta interessieren dürfte. Vergib mir, wenn mir dein Wort nicht ausreicht. Ich habe einen Brief Syannas an den Mörder gefunden. Na schön. Tritt ein. Aber ich verspreche gar nichts, was die Herzogin angeht. Sie trauert in der Krypta um ihre Schwester. Viscount de Lettenhofer ist bei ihr. Was auch immer das heißt. Ah. Denk dran, liebe Anarieta. Verzweiflung ist wie ein Unwetter. Früher oder später wird die Sonne es vertreiben. Du hast leicht reden. Deine Schwester wurde nicht ermordet. Mein Leben war auch nicht gerade ein Rosengarten. Gut, meine Schwester wurde nicht ermordet. Ich habe nicht mal eine Schwester. Aber ich habe schon vieles verloren. Ach, nicht so wichtig. Edle Herrin. Dreist einfach hier anzutanzen, nach allem, was geschehen ist. Ganz ruhig. Geralt hat bestimmt einen guten Grund. Nicht wahr, Geralt? Bevor du mich mit Vorwürfen überschüttest, solltest du etwas erfahren. Syanna war eine niederträchtige Frau. Wer bist du, mir zu sagen, wie meine Schwester war? Der Mann, den du angeheuert hast, um das Biest von Beauclair zu erledigen. Und ich habe einen Brief gefunden, den deine Schwester an den Mörder geschrieben hat. Ach was. Den solltest du wohl lesen. Er könnte wichtig sein. Lies du, Rittersporn. Lies ihn mir vor. Und nun zu unserer Herzogin. Anna Henrietta kennt kein Mitgefühl. Ihr Herz ist kalt. Daher wirst du ihr den Eisbrocken aus der Brust reißen. Das hätte meine Schwester nie geschrieben. Es gibt Beweise dafür. Nein.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Es ist eine Schmierenkampagne. Darauf falle ich nicht rein. Aber, Anarietta, nicht aufregen. Dieser Brief ist nichts als bösartige Verleumdung. Vernichte ihn, hörst du? Niemand darf ihn zu Gesicht bekommen. So gut wie erledigt. Und du? Raus! Verschwinde! Das ist alles dein Werk. Verschwinde, hörst du? Ich will dich nie wiedersehen. Nie und nimmer glaube ich, dass sie das getan hat. Das hätte sie nicht fertiggebracht. Unfassbar. Rittersporn, sag ihm, dass es nicht wahr ist. Es ist eine schmutzige Lüge. Geralt, geh jetzt bitte. Die Herzogin braucht Ruhe. Es wird dann doch nicht klar herausgestellt bei dem Ende. Ich habe ganz kurz überlegen müssen, ob das nicht das beste Ende ist. Und wenn aber wir schon bei der erlauchten Herrin sind, das ist nicht gerade gut gegangen. Das volle Kaleidoskop ihrer Emotionen hat sich gedreht, und zwar in ordentlichem Tempo. Soll das heißen, dass sie dich nicht an ihren Busen gedrückt und mit Dank überschüttet hat, dass du sie vor ihrer mörderischen Schwester bewahrt hast? So ist es. Und ich kann es ihr nicht verübeln. Zum Glück war Rittersporn da und konnte die Wogen ein bisschen glätten. Du weißt ja, ich mochte Sianna nicht besonders. Trotzdem bedauere ich, dass ich sie nicht beschützen konnte. Bereitet dir ihr Schicksal auch bisweilen Gewissensbisse? Ja, das tue ich. Na dann, trink aus. Das tue ich, das hat nicht ganz gepasst. Also, ich muss einige Gedanken gerade mal ordnen. Wir können ja das ja dazwischen machen, das kennen wir du ja schon. Du bist mir immer so tiefgründig vorgekommen. Aufgrund deiner Natur. Schlichte Methoden wie Saufen, um zu vergessen, hätte ich von dir nicht erwartet. Ich fürchte, für manche Sorgen gibt es einfach keine andere Medizin. Tja, Beauclair ist jetzt sicher. Das kann man mal so sagen. Beauclair scheint jetzt sicher zu sein. Obwohl ich mich schon frage, ich meine, Detlef lebt noch. Ob Anna Henrietta noch in Gefahr ist? Nein. Detlef hatte eine Rechnung mit Sianna offen. Aus seiner Sicht hat er sie beglichen. Er hat keinen Grund, noch irgendwen anzugreifen oder länger in Beauclair zu bleiben. Das will ich hoffen, obwohl ich an seiner Stelle nicht gern von hier weggehen würde. Verdammt schön hier. Das sagt der Hexer, Kass. Ja gut, die gehen jetzt nicht Alrohren sammeln, Detlef lebt ja noch, also insofern ist alles noch im Lot. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Weißt du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt, auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Er hat ja gesagt, es ist schön hier, ne? Weißt du was? Vielleicht mache ich das wirklich. Lach nicht. Es muss ja nicht heute oder morgen sein. Aber eines Tages will ich wissen, wie es ist, morgens im eigenen Bett aufzuwachen. Dann haben wir das auch mal gehört. Du klingst so sentimental, dass mir die Fangzähne schmerzen.
Was dann? Schreibst du deine Memoiren wie Rittersporn? Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Das ist jetzt eine interessante Frage. Der muss ja jetzt nicht weg. Und du? Hast du schon Pläne? Hab ich. Detlef finden und ihm helfen. Das schulde ich ihm gewiss. Vampirfreundschaften mit klaren Regeln. Das muss schön sein. Höre ich eine Spur Sarkasmus? Überhaupt nicht. Wir sind genau da, wo wir sein wollen. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Okay. Manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Im Hasenkostüm. Lieb. Okay. Ich muss ganz kurz überlegen, ob das nicht das beste Ende ist. Das ist das, was gerade jetzt wirklich arbeitet. Weil die Urheberin ist an ihrem Hass gestorben und das Instrument, sie war ja dann letztendlich das Biest von Beauclair, ne? Und das Instrument ist davongekommen. Also sie hat ja Detlef erpresst und er hat ja eigentlich aus Liebe gehandelt. Aber man muss halt auch vielleicht irgendwo da sagen, so ganz straflos Detlef davonkommen zu lassen, ist halt auch wieder schwierig. Weil du kannst halt irgendwo auch entscheiden und sagen, der Preis ist es mir dann doch nicht wert, auch wenn es ein lieber Mensch ist, der da leiden muss. Weil eine ganze Stadt abzufackeln, einfach mal so, ne? Was heißt ja einfach mal so, aber eine ganze Stadt abzufackeln, ist schon heftig. Und ja, also das beste Ende, wie das jetzt so aussieht, was wir am Anfang gespielt hatten, dass beide Schwestern überleben, ist in meinen Augen gar nicht so das beste Ende, sondern das eigentlich hat das hier sehr starke Ansprüche auf das beste Ende, weil die eigentliche Ursache, die eigentliche Urheberin ist bestraft worden. Der unbändige Hass ist besiegt. Regis muss nicht flüchten irgendwo hin, sondern kann frei weiterleben. Außer Anna Rietta, die jetzt echt zornig auf uns ist, die sich in selbst, ja, wie sagt man denn, Selbstbetrug hingibt und eigentlich nur ihre Wahrheit gelten lässt. Ich meine, wir dürfen Corvo Bianco behalten und dürfen uns bei Anna Rietta nicht mehr sehen lassen. Das ist eigentlich ein geringer Preis, muss ich sagen. Deswegen gibt es hier schon starke Argumente, das dann doch eher als das bessere Urteil zu sehen, muss ich sagen.
Wir haben jetzt nicht so viel gelootet, verdammt. Das können wir definitiv dann nicht akzeptieren. Nee, aber das ist jetzt echt schwierig. Moralisch gesehen ist es jetzt besser, die beiden Schwestern zu vereinen und damit so eine Einheit zu schaffen, weil das Königreich erblüht ja dann im Grunde genommen, wenn du die Herrscherin bestätigst und so weiter und so fort. Es geht halt weiter, ja. So weißt du jetzt nicht, was mit Anarietta wird, ob die jetzt gebrochen weiter vor sich hin sieht, sage ich mal. Das wird ja dann auch nicht zum Besten des Königreichs, nicht, sondern also des Herzogtums sein. Also wenn man von dem Eigentlichen ausgeht, Urheberin tot, also bestraft damit mit Todesstrafe, ist mir das ein bisschen zu hart. Aber Detlef ist eben raus, ne? Der ist, hat überlebt und wir haben eigentlich noch einigermaßen auch einen guten Schnitt gemacht mit Corvo Bianco. Und es kann einfach so weitergehen für uns. Regis ist halt raus und kann eben mit Detlef eben weiter durch die Lande ziehen. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du es wirklich so haben willst, dass Anarietta Herrscherin ist und unangefochtene Herrscherin in dem Land, dann muss sie eine starke Herrscherin sein, auch eine selbstbewusste Herrscherin und nicht eine gebrochene Nudel, die sich selbst betrügt, wo viele Dinge unausgesprochen sind, die eigentlich auch dazu geführt haben, dass so eine Eskalation überhaupt möglich war. Wenn die ganze Familie, das haben wir jetzt kennengelernt, wie Syanna überhaupt behandelt worden ist, war ja auch nicht in Ordnung. Und alles das ist nicht aufgearbeitet. Das war in der ersten Version, ist es zur Sprache gekommen und trotzdem gab es die Versöhnung und die Stärkung des Herzogtums damit. Ist halt echt die große Frage, welches Kriterium man hier eigentlich ansetzen will. Das persönliche Glück der Person, die Urheberschaft des Unglücks eigentlich, ne? Also das fing ja früher an, aber Syanna hat dann jetzt dafür gesorgt, dass es eben nochmal eine Welle der Eskalation gab und eine tödliche Welle für viele. Oder ist es das Herzogtum, wo du sagst, du brauchst, wenn du ein Herzogtum haben willst oder akzeptierst als Herrschaftsform, dann brauchst du eine starke Herrscherin. Und das ist eigentlich nur in der Version 1 der Fall. Echt schwierig. Also unterm Strich, es gibt keine beste Lösung. Und ich, die erste Lösung, wo Anarietta überlebt und Syanna überleben, auf Kosten von Detlef, ist in dem Licht tatsächlich für mich echt mit Fragezeichen. Aber eben weil Detlef als quasi so nur mittelbar Schuldiger alle Strafe hat, Regis die Strafe hat und Syanna eigentlich, ja, was wird sie kriegen? Ich weiß es nicht. Rüber runter sicherlich nicht, wie bei dem Typen, der bloß mal jemanden umgeritten hat. Das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Aber es ist wahrscheinlich das Beste fürs Königtum, fürs Herzogtum. Und damit kann das da einfach für ewig immer so weitergehen. Insofern werde ich es wirklich so spielen, dass ich wahrscheinlich Detlef tot und Syanna lebend. Also diese erste Version, aber nicht mit wirklich ganz reinem Gewissen und mit ganz reinem ohne Widerhaken in der Kehle sozusagen, sondern eigentlich zähneknirschend, weil es ungerecht ist eigentlich, ne? Es ist technisch gesehen die ungerechteste Form. Ungeachtet dessen, was wir für einen Schnitt machen, es ist die ungerechteste Form, aber es ist die einzigste Form, die einzige Form, wo das Herzogtum nicht in ernsthafte Gefahr gebracht wird.
Tja, okay, dann hätten wir das hier. Ich würde das jetzt hier mal beenden. Es braucht einfach jetzt nochmal die Zeit, um das nochmal durchzuspielen. Also nicht das Spiel durchzuspielen, sondern die Gedanken einfach nochmal zu ordnen. Das sind schon echt ernsthafte moralische Fragestellungen, die da sind. Was musst du jetzt quasi für ein Kriterium anwenden, um so eine komplexe Situation zu bewerten? Und muss ich sagen, alle Achtung, so ein Spiel dann auch auf so eine Fragestellung hin auch mal auszurichten. Ne? Habe ich am Witcher eigentlich immer auch sehr gemocht, dass die Zauberei eine Rolle spielt, aber immer auch diese menschlichen Fragen ganz, ganz zentral sind, dass du dieses Mittelalterliche hast, aber auch viele moderne Sachen dabei. Und eigentlich sind es wirklich auch sehr moderne Fragen, die wir uns hier stellen müssen. Wie wollen wir eigentlich Führerschaft definieren, über welche Kriterien, wer darf was, darf ein Führer oder wird ein Führer anders bewertet als ein Anführer, wenn ich jetzt Anführerin, werden die anders bewertet als in Anführungsstrichen normale Menschen. So, musste mal ganz kurz wieder niesen, propiesen. Ich würde sagen, jetzt haben wir fast den Durchlauf hier nochmal gesehen. Ich würde sagen, lassen wir es jetzt noch laufen oder lassen wir es nicht laufen. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir stehen. Key Account, Polen. Ich glaube, es läuft nicht mehr so viel lange. Social Media. Ja, ich glaube. Dann können wir das jetzt sozusagen auch hier nochmal durchlaufen lassen. Was es noch gibt, ja, wir können natürlich nochmal nach Hause gehen. Da wird uns sicherlich die Zauberin wieder erwarten. Falls da was Neues sein sollte, ich nehme es mal mit auf, dann würde ich es präsentieren. Ansonsten würde ich es einfach weglassen, weil das ja dann einfach nur nochmal wiederholend ist. Und ansonsten gucke ich nochmal ein bisschen rum, ob wir noch was finden. Ich danke euch nochmal, CD Projekt Red, dass ihr das jetzt programmiert habt. Vielen Dank, ihr lieben Entwickler. Habt euch echt viel Mühe gegeben, auch jetzt hier die verschiedenen Enden nochmal so detailliert auszugestalten. Wow, cool. Ja, falls ich noch was finde, stücke ich das eventuell an oder mache noch einen kleinen Teil. Und vielleicht auch so eine Zusammenfassung für alle drei Alternativen oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen, aber es bleibt mir eigentlich noch, dir jetzt wirklich nochmal zu danken, dass du bei jetzt dann allen Alternativen offenbar dabei warst. Liebe Erinnerung nochmal für die Carolina. Ich habe leider noch gar nicht nachgeschaut, wer das jetzt genau war und wie und was. Und das werde ich auf jeden Fall noch machen. Also soll auch nicht vergessen sein. Aber vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, so lange jetzt mit mir ausgehalten haben. Wir haben 80 Folgen. Ich würde wirklich gerne nach Hause gehen. Der Regis ist natürlich jetzt schon weg, ne? vielen, vielen, vielen Dank, dass du das mit mir zusammen gespielt hast. Wir haben über 80, 90 Folgen. Es sind ja auch einige Nummerierungen dann mit ABC und so dabei. Also ich denke, das sind 100 Folgen geworden. Das ist echt ein fettes, wirklich fettes Let's Play gewesen. Ich habe auch versucht, alles mitzunehmen. Du hast es gesehen. Ich mache nicht mehr allzu lange. Ich habe ja auch schon eine lange Rede gehabt bei der ersten Alternative, die wir gespielt haben. Vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich jetzt hier. Falls noch einzelne Sachen sind, stücke ich sie zusammen. Aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut. Ich hoffe, wir sehen uns einfach bei Witcher 4 wieder oder bei einem anderen Spiel. Lass uns einfach nochmal gucken, wo wir zusammenkommen. Vielen, vielen Dank. Mach's erstmal gut. Und ich freue mich so sehr, dass wir wirklich diese gemeinsame Zeit hatten. Mach's gut. Ciao.